Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Alice19 hier auf der Campaign of Frost. Ja, die Mineraldünger können wir leider nicht mehr verkaufen, schade. Oh, hier haben wir auch noch Mineraldünger stehen, so wie es aussieht, ne? Sogar noch eine ganze Menge. Oha. Ja, okay. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Mineraldünger, egal. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt nochmal neuen Kalk direkt, Paletten, Big Bags, Kalk. Wo ist der Kalk, Leute? Wo ist der gute Kalk? Da ist Kalk. Den kaufen wir, ein Big Bag. 2000 Liter. Ich bin mal gespannt, ob das reichen wird. Oder ob wir da mehr brauchen. Wir schauen einfach mal, ne? Wir füllen einfach erstmal auf. Und dann werden wir es sehen. Zur Not am Hof haben wir auch noch ein paar Liter Kalk. Falls das nicht reichen sollte. Kalken müssen wir auf jeden Fall. Das sehen wir hier anhand der Felder. 30, 31, 6, 7 müssen beide gekalkt werden. So, ansonsten, es ist nichts erntereif. Das ist schon mal gut. Wir werden auf jeden Fall nach dem Kalken werden wir düngen. Dann machen, nehmen wir halt den Mineraldünger jetzt noch und brauchen ihn auf. Damit der schon mal wieder weg ist. Wir werden keinen Mineraldünger mehr nachkaufen. Das kann ich euch schon mal sagen. Mineraldünger werde ich definitiv nicht mehr nachkaufen. Brauchen wir nicht mehr. Wir haben mittlerweile oder kriegen mittlerweile genug Gärreste bzw. Gülle, Mist von den Tieren. Und es lohnt sich damit wesentlich besser zu arbeiten. Auf jeden Fall. Es lohnt sich damit definitiv besser zu arbeiten. So. 500 Liter noch. Da geht echt einiges an Kalk drauf, ne? Da geht echt einiges an Kalk drauf, Leute. Aber egal. Kalk ist ja nicht unbedingt teuer. 54 Euro für 2000 Liter, das geht an sich. Und so oft brauchen wir das ja auch nicht. So oft brauchen wir das ja auch nicht. Ja, und ich weiß, im realen Leben, wenn man auf die Felder der Nachbarn fährt, kann es Krieg geben. Habe ich auch gelesen worden. Aber wir haben hier nur nette Nachbarn. Von daher, die erlauben uns das. Die erlauben uns das. So, wie machen wir das jetzt? Wir machen das jetzt relativ einfach, hoffentlich. Damit wir damit noch auskommen. Könnte knapp werden, aber ich versuch's zumindest. Ich glaube, wir haben alles gekalkt. Genau. Gut, dann jetzt einmal zum Fahrzeughändler, Landmaschinenhändler. Da dann nochmal auf in den Kalk. Dann fahren wir auf Feld 6, 7 und werden da loslegen mit Kalken. Dann einmal düngen. Dann wird gegrubbert, Leute. Ich freue mich da mega drauf. Ich denke mal, diese Folge könnten wir schon mit dem Grubber beginnen. Ansonsten werden wir diese Folge den Grubber holen. Schon mal. Das auf jeden Fall. Ansonsten machen wir halt eine längere Folge, ist mir total egal. Und wir machen mehr Spannungen. Dann machen wir in der nächsten Folge den Grubber. Schauen wir mal. Nein, ich beeile mich. Ich beeile mich. Extra für euch beeile ich mich. So. Extra für euch beeile ich mich. So langsam wird es dunkel. Man merkt es am Licht vom Traktor. Sieht man immer mehr. Ja, die Sonne geht langsam unter. Wo ist die Sonne denn überhaupt? Da. Da ist die Sonne. Die geht langsam unter. Ja. Ist so dunkel. Aber wir sind noch nicht fertig. Noch lange nicht. Aber gut, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. 18.13 Uhr haben wir aktuell. Was morgen ansteht, werden wir sehen. Aber auch morgen könnte es wieder relativ viel Arbeit geben. Obwohl das Feld ist jetzt relativ klein, das könnte morgen fertig werden. Feld 1 könnte der Rest morgen fertig sein.
Ist auch nicht so groß das Feld, von daher schauen wir mal, wie viel Arbeit wir morgen haben werden. Bin ich mal gespannt. Aber Heuernte können wir auch noch machen, ne? Mhm. Vielleicht machen wir auch noch morgen. Wir werden es sehen. So. Sehr schön. Einmal kalken. Muss auf jeden Fall sein. Werden wir auf jeden Fall machen. Läuft. Leute, es läuft. So. Ja, das hier ist schon ein Riesenfeld, ne? Das hier ist eigentlich ein relativ großes Feld. Würde ich mal behaupten. Ich bin mal gespannt, was wir auch hier drauf machen werden jetzt als nächstes. Ich bin ja an sich relativ offen. Ja, die Ecke lassen wir jetzt mal außen vor, ist egal. Vielleicht machen wir die später nochmal nach. Ist jetzt aber nicht erstmal so tragisch. Ne, wie gesagt, ich weiß jetzt noch nicht, was wir drauf machen werden. Ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt, wie viele ich da jetzt nochmal aufnehme an Folgen schon mal. Das kann ich jetzt nicht direkt sagen. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal nochmal Kalk nachholen. Wir brauchen definitiv mehr Kalk, Leute. Wir brauchen mehr Kalk, Leute. Ich hole jetzt am Hof nochmal den Kalk. Wir werden hier eben nochmal die Stelle eben nachkalken. 63 Liter haben wir noch drin, von daher das passt. Und wie gesagt, wir werden mal sehen, was wir drauf machen. Vielleicht habt ihr einen Vorschlag. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr drauf machen würdet. Von der Frucht. Und was es dann wird, werden wir sehen. Entweder ich kann auf eure Kommentare noch eingehen oder eben nicht. Die beiden Möglichkeiten gibt es gerade. Ich würde natürlich gerne auf eure Kommentare eingehen. Mal gucken, ob wir es irgendwie einrichten können. Ist aber verdammt wenig Kalk, ne? Ah, ich glaube, wir brauchen noch mehr. Mhm. Könnte knapp werden. Ne, wir werden auf jeden Fall nochmal Kalk nachholen müssen am Lindmaschinenhändler. Dann könnte es doch knapp werden mit dem Gruber heute. Manno. Ne, egal. Ist dann halt so. Ihr seht da, es ist viel, viel Arbeit. Es ist wirklich viel Arbeit. Schafft man nicht mal so eben, ne? Mhm. Hoppala. Schafft man nicht mal so eben, Leute. Das ist schon heftig. Weil, von der Größe her, sag ich mal, unterschätzt man das ziemlich, glaube ich. Aber okay. Ja, viel ist es nicht mehr. Aber wie gesagt, wenn wir Kalk über haben, lassen wir den drin. Beziehungsweise können den dann anderweitig auch gut nutzen. So, ein Streifen noch. Wahrscheinlich. Dann haben wir es erledigt. Mal gucken, wie viel Kalk wir noch haben am Landmaschinenhändler. Den anderen Strick können wir auf jeden Fall verkaufen. Da denke ich auch noch dran. Müssen wir auf jeden Fall noch machen. Aber das machen wir, wenn wir zwischendurch mal Zeit haben und Luft haben, ne? Aktuell wird es ja relativ arbeitsintensiv sein. Wie ihr seht. Wir sind ja die ganze Zeit nur am Fahren. Am Fahren. Heftig. Kommt Zeit für irgendwas anderes, aber es läuft. Und das ist der Vorteil.
Das ist der Vorteil, Leute. Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Folge das ist. Das könnte jetzt Folge 378 sein. Das heißt, wir sind fast bei den 380 Folgen. Bedeutet. Ein paar Folgen noch, dann haben wir es. Ein paar Folgen noch, dann haben wir die 400 erreicht. Ich finde es schon echt eine heftige Sache, Leute. Weil 400 Folgen ist, finde ich, schon echt eine Ansage. Meiner Meinung nach. So. Aber im Auffüllen. Den Rest werden wir im Hof lagern wieder. Dann werden wir den Mineraldünger auffüllen. Und dann können wir anschließend beide Felder eben düngen. Dann geht es mit dem Grubber los. Endlich mit dem Grubber. Nein, ich würde euch den Grubber schon gern zeigen, mache ich aber nicht. Nein. Ich muss mich selber da beherrschen, dass ich euch den Grubber nicht vorher zeige. Lasst euch überraschen. Ich glaube, ihr werdet staunen. Leute. Ich bin mal auf eure Kommentare da gespannt. Ich bin mal da echt auf eure Kommentare gespannt, Leute. Und wie du siehst, auch Ewart und alle anderen, man hat verdammt viel zu tun. Ich versuche jetzt schon seit ein paar Folgen den Grubber rauszuholen und den neuen Grubber zu holen, ne? Aber zieht sich irgendwie. Aber man sieht dadurch, dass es verdammt viel Arbeit ist. Man kriegt nichts geschenkt. Wenn ich jetzt im Prinzip das offline machen würde, würde man den neuen Grubber sehen. Es ist relativ einfach, Arbeit ist schnell gemacht und alles, aber so sieht man jetzt, es ist nicht viel, es ist nicht wenig Arbeit. Da steckt eine ganze Menge Arbeit hinter Kalken, vor allem mit den Maschinen, die wir haben, mit den Möglichkeiten, die wir haben. Ich habe den Hof, wie Snoo Gaming gesagt hat, relativ gut im Griff, vom Platz her auch und alles. Dafür mal ein riesen Dankeschön, dass du das so siehst. Aber ich gehe davon aus, dass man aus dem Hof, denke ich, noch mal einiges mehr rausholen könnte. Aber aktuell haben wir es. Aktuell passt es. Ne? Würde ich mal so behaupten. So, jetzt noch düngen. Und dann geht's an den Grubber. Leute, ich freue mich. So, wir werden den Kalk jetzt erstmal hier ablagern. Dann fahren wir direkt zum Landmaschinenhändler und laden dann den Dünger ein, den Mineraldünger, den wir dann in dem Sinne verballern können. Wäre natürlich auch sinnvoll verballern, also nicht jetzt einfach irgendwo hinstreuen, sondern sinnvoll nutzen, wenn wir es schon nicht zurückgeben können. Obwohl, ich bin gerade was im Überlegen. Ich weiß nicht, nee, ich glaube nicht, dass das klappt. Nee, ich glaube nicht. Dafür ist der Düngestreu zu klein, dass wir einen voll kriegen, ne? Ja. Egal. War jetzt ein Gedanke. Aber, nee, ich glaube, das können wir vergessen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Einmal voll machen, dann ausladen, verkaufen. Ich glaube, das funktioniert aber nicht. Egal. Wie gesagt, wir verstreuen das. Wir nutzen den Mineraldünger dann noch, brauchen ihn auf und werden wir danach definitiv keinen mehr kaufen. Also haben wir schon, oder sparen wir schon mal wesentlich mehr Geld, wenn wir da keinen Mineraldünger nutzen. Sparen wir echt viel Geld, Leute. Muss man wirklich sagen.
Muss man wirklich sagen. Da können wir den Mineraldünger sonst irgendwo verkaufen. Ich glaube nicht, ne? Nee. Egal. Ist ja nicht so schlimm. Wir verballern den. So. Folge ist eigentlich vorbei. Wir fahren jetzt aber noch zum Landmaschinenhändler und füllen auf. Und freue mich schon auf die nächste Folge. Ob wir das hier sehen in der nächsten Folge, dann schaffen wir den Grover zu holen. Wir werden sehen. Ich bin gespannt, sehr. Ich weiß es selber nicht. Ich gehe davon aus, dass es dann aber jetzt wirklich in der nächsten Folge klappen kann. Ob es sowas ist oder ob es passiert, ich weiß es selber nicht. Ich weiß noch nicht, ob was auf uns zukommt. Sollte eigentlich klappen. Ich glaube, ich unterschätze das meistens auch mit der Arbeit hier, aber man sieht ja, wie viel Arbeit das ist. An sich. Man sieht echt, wie viel Arbeit das ist, Leute. Man kann es definitiv sehen. Ist nicht gerade wenig Arbeit. Auch wenn es eine kleine Map ist. So, ansonsten schaut gerne auch in die anderen Videoprojekte auf meinem Kanal rein. Wenn ihr euch an der Kampagne auf Franks freut, gerne schaut. Wie gesagt, die Playlist bin ich am überarbeiten, aber sie steht zur Verfügung. Über 360 bzw. über 370 Folgen mittlerweile Kampagne auf Franks sind wir mittlerweile dabei. Ist, wie gesagt, auch unten in der Videobeschreibung verlinkt und von daher schaut rein. Bis dahin, Servus und Tschüss.